Was würde jetzt Kuchen TV sagen? Your Freunde der unterhaltsamsten Beefs und der leckersten Gerüchte. Oder irgend sowas, keine Ahnung. Also was machen Guten Morgen. Heute? Was wir schauen heute? Uns das Video an, Kuchen gegen obwohl Kuchen äußert sich zu Tanzverbot, warum er sich negativ verändert hat. Das schauen wir jetzt nochmal zusammen und wir ein bisschen was dazu erzählen, würde ich sagen. Ja, ne? Ganz chillig. Ja. Aber das wird jetzt, also das muss jetzt hier also mit völliger Objektivität betrachtet werden. Also nur so zwei Menschen, die sich das anschauen, so. Genau, wir müssen komplett neutral bleiben. Unvoreingenommen, okay? Das muss fair sein, egal wer welches Video macht. Es wird interessant, Freunde, wir gönnen es uns und Ich soll noch zwei Leute grüßen, Akito und Spieladmiral. Hört auf, uns auf dem Discord zu schreiben, wenn wir Podcasts aufnehmen, ihr Fotzen. Veränderungen. Ja, ich weiß, tausende Tanzverbot-Fanboys geben diesem Video in genau diesem Moment einen Daumen nach unten und schreiben mir in die Kommentare sowas wie, du bist nur neidisch. Und auch wenn ich euch bitten würde, dieses Video erstmal bis zum Ende zu schauen und dann ein objektives Urteil zu fällen, wird das wahrscheinlich nur die wenigsten erreichen. Es ist eigentlich schade, dass die Fans eines YouTubers, die früher selber sehr kritisch gegen viele YouTuber eingestellt waren, jetzt genau die Kommentare schreiben, die viele von euch wahrscheinlich selber verachtet haben. Da ich und Tanzverbot wahrscheinlich eine relativ große Überschneidung der Fanbase haben, wird es auch Leute geben, die sowas schreiben und mich bzw. uns beide gefeiert haben oder halt feiern. Während ihr wahrscheinlich auch meine Videos gefeiert habt, wo ich dämliche Kommentare von irgendwelchen Fans auseinandergenommen habe, seid ihr... Ja, es ist halt einfach die Wahrheit so, der Anfang, dass man sofort disliked, wenn man einen YouTuber da mag. Das stimmt, ja. Das ist schon recht. Man ist immer sehr voreingenommen dann, ja, ne? Ja, also das ist aber auch ein schlauer Move, so das Video zu beginnen, damit sie eben das nicht machen. Genau, so abzudämpfen, ne? Genau, aber ich kann mir vorstellen, weil er sagte, du bist nur neidisch, bestehen die Kommentare nur aus 98%, du bist neidisch. Also diese möchte gern Trollschwuchteln, Alter. Okay, gehen Sie uns mal weiter, es sind fucking 28 Minuten, Alter. Genau zu solchen Leuten mutiert. Mir Dinge wie Neid oder ähnliches vorzuwerfen, ist genau das gleiche, was Fans von Dagi, Bibi oder Simon Desue mir vorgeworfen haben. Oh, das, worüber wir uns jahrelang immer gemeinsam lustig gemacht haben. Wisst ihr, was Tanzverbot im Video Ende 2016 zu mir gesagt hat? Ich bin von Anfang an dabei, habe ihm geholfen, ihn gepusht, versucht, dass er größer wird. Und du bzw. ihr wollt mir jetzt vorwerfen, dass ich angeblich nur neidisch bin, dass ich es ihm nicht gönne? Denkt bitte einmal darüber nach, wenn ich wirklich so drauf wäre. Also er hat ihn schon öfter am erwähnt. Anfang, ne? Ja, also der hat ihn ja auch sehr sympathisiert, also um ehrlich zu sein, am Anfang. Da ist halt auch die Frage so, ob er wirklich neidisch auf etwas ist, weil er könnte ihn ja auch ganz normal fragen, ob er ihn auch pusht. Also ich glaube nicht, dass Tanzverbot Nein sagen würde. Ne, glaube ich auch nicht. Wäre. Hätte ich dir dann direkt von Anfang an geholfen, dich gepusht, wäre es da nicht klüger, wenn ich jetzt gesagt hätte, ey, okay, bei dir läuft jetzt, ich habe dich damals gepusht, kannst du mir vielleicht mal helfen? Ja, genau, liegt es halt wirklich an Neid oder vielleicht an der Tatsache, dass ich seit Tag 1 dabei bin, seit den Troll-Donations auf Twitch und die Entwicklung von Tanzverbot von Anfang an mitbekommen habe? Dieses Video spiegelt lediglich Teilzeit-Rectors und meine Sicht wider, die wir in den letzten Monaten auf Tanzverbot bekommen haben. Vielleicht sehen wir einige Punkte falsch oder einfach anders als ihr. Ihr könnt gerne sachliche Kommentare zu einzelnen Punkten in die Kommentare schreiben. Mit Argumenten erreicht man 100-mal mehr als mit diesem einfachen, du bist neidisch. Der Grund, warum ich das Video über Tanzverbot mache, ist ziemlich einfach. Ich finde, dass er sich durch seinen Erfolg... Wie er fast in die Wanne fällt. Bester Mann, Alter. Er macht jetzt so 100 Schichten Kondom-Challenge-Position, Alter. Hat Tanzi sich geäußert bis jetzt? Nee, ne? Na, er hat seinen Gaming-Monitor gepostet auf Instagram. Gibt er wahrscheinlich einen Fick drauf. In den letzten Monaten sehr stark ins Negative verändert hat. Er driftet immer mehr Richtung Mainstream und Kommerzialisierung ab. Dass YouTuber mit einer gewissen Größe diesen Weg gehen, ist nichts Ungewöhnliches. Aber Tanzverbot hat seine Sichtweise quasi um 180 Grad gedreht und damit einfach komplett seine Realness verloren. Ihm geht es heutzutage nicht mehr darum, real zu sein, sondern einfach nur noch so wenig wie möglich anzuecken und dabei so viel Business wie möglich zu machen. Diese Entwicklung von einem YouTuber zu sehen, den man selber gefeiert hat und der YouTube-technisch ein Vorbild war, ist einfach traurig. Ich will mit Naja, also da muss man schon sagen, war für dich Tanzverbot YouTube technisch ein Vorbild? Nein. Na ehrlich jetzt, also das ist alles sehr gut argumentiert. Ja. Also ich respektiere ihn, dass er halt einfach so, Also nicht schimpft und wirklich sachlich rangeht, also das verdient schon Respekt, aber bei allem Respekt... Aber es ist jetzt kein YouTube-Vorbild für das mich. Das war noch nie ein YouTube-Vorbild, wenn wir uns ehrlich sind.
hat ihn jeder ausgelacht, also jeder hat über ihn gelacht. Und damals war das hart. Ja. Ja, und irgendwann haben das halt viele gemerkt, dass er ein Potenzial hat, groß zu werden. Ja. Und irgendwann wurden dann Menschen auch seine Freunde. Und wenn wir ehrlich sind... Also ich finde, ein Tanzverbot darf in YouTube nicht fehlen, ja, weil da er macht die Videos haben halt was, aber mein Anspruch sind halt hochwertigere Videos, statt nur in der Wohnung zu stehen und... Also ich gönne mir das zum Beispiel, wenn mir langweilig ist, nichts mehr in meiner Abo-Box ist und ich lache halt einfach, verstehst du? Ja, ich schaue auch gerne. Ich bin mir dessen auch bewusst, dass der Typ eigentlich intelligenter ist, als er sich gibt. Ja, und das glaube ich auch. Das ist einfach eine Persönlichkeit, verstehst du? Das geht nicht einfach so, dass du halbe Million Abos machst. Das geht einfach nicht. Also er hat einen Plan gehabt haben müssen, sonst... Also das ist einfach so. Egal, was euch YouTuber erzählen, ein jeder YouTuber hat irgendwo auch seine Rolle online. Auch KuchenTV. Er kann mit seinen Instrumenten spielen. Ich glaube, da kann er mittlerweile mit umgehen. Ne? Ja, schauen wir mal weiter, was der so noch sagt. In diesem Video gar nicht erreichen, dass Tanzverbot gehatet wird oder ihr aufhört, ihn zu feiern. Ich will einfach die Chance ergreifen, Tanzverbot vielleicht zum Aufwachen zu bringen, dass er vielleicht selbst einsieht, dass die Entwicklung, die er derzeit macht, nicht die richtige ist und dass er vielleicht selbstkritischer denkt. Ich habe nämlich das Gefühl, dass Tanzverbot vor allem durch seine Community in einer Blase lebt. Tanzverbot ist jemand, der es geschafft hat, von einer komplett gehassten Person zu einer der momentan meistgehypten Personen in YouTube-Deutschland zu werden. In vielen Punkten hat er sich im Laufe seiner YouTube-Laufbahn auch... Ja, das ist es ja halt so bei KuchenTVs Videos, also in einem Atemzug sagt er halt so, er war ein YouTube-Vorbild, also das war er nie. Und hier sagt er so, von einer komplett gehassten Person zu gehypten Person zu werden, also der kann ja kein Vorbild gewesen sein, wenn er shirtlos irgendwo sitzt und Menschen beleidigt, also jetzt vielleicht... Wenn sein Durchbruch waren immer die Ansagen, ne? Er hat immer eine Ansage gemacht, Montana Black zum Beispiel. Ja, natürlich, aber irgendwie merkt man auch so, dass die Kunstfigur Tanzverbot vor deinen Augen erwachsen wird, also wenn man das so sagen. Und da gehört halt auch ein gewisser kommerzieller Beitrag dazu. Also er macht jetzt auch nicht den Eindruck, als würde er jetzt mega hartes Business machen. Ich meine, er ist noch kein Instagram-Influencer oder sowas, ne? Naja, das Ding ist ja halt auch, dass er als Person nicht wirklich das alles schaffen wird. Also der braucht irgendwo ein Team. Und dieses Team hat halt ganz einfach irgendwo auch, Ich würde es aber komisch finden, ich würde es aber dennoch komisch finden, wenn er jetzt zu kommerziell wird. Weil dafür steht Tanzverbot eigentlich nicht, ne? Das schon, ja, da hast du schon recht. Zum Beispiel so, wenn er mal sagt in einem Video, ich balle jetzt mal 3 Werbungen rein, um zu schauen, wie viel Unterschied das ist oder so. Ja, da ist mir auch scheißegal zum Beispiel, da ist es mir egal. Aber wenn er dann anfängt zu sagen, bitte kauf das, like das, mach das und das. Das ist dann ein bisschen. Da hat er schon recht. Aber er wird wohl seine Veränderungen hier aufzeigen und alles und wir sind erst bei ein paar Minuten, Alter. Und Ich habe das gestern im Livestream geguckt und ich konnte es gar nicht richtig gucken, weil die mich so voll gespammt haben. Ja. Deswegen schauen wir das jetzt hier nochmal richtig. Deshalb ist es besser, wenn man sich das so offstream gönnt, also das ist schon richtig. Verändert, er beleidigt weniger in seinen Videos und an sich ist er in den letzten 12 Monaten einfach erwachsener geworden. Das sind Dinge, die sowohl mir als auch von seiner Community als positiv empfunden werden. Das Problem ist aber, dass durch diese positive Entwicklung die negativen Dinge, die jetzt auftreten, einfach nicht wahrgenommen werden. Denn die Leute denken immer noch, warum denn negativ verändert? Er ist doch viel besser geworden, guck doch mal, was er damals gemacht hat, was in einigen Punkten zwar stimmen mag, er aber dennoch in anderen Punkten Rückschritte gemacht hat. Und die... Scheiße, geil. Weißt du noch, dieser Zeit mit HD-Kamera? Ja. Diese Webcam, das war eine Zeit, da steht noch 4K. Diese werden einfach komplett ignoriert. Tanzverbot hat so gesehen bis zu einem sehr weiten Punkt komplette Narrenfreiheit. Tanzverbot hat es einfach geschafft, einen Riesenhype um seine Person zu schaffen, da er lange Zeit real war und das vielen Leuten gefallen hat. Das ist das Beste, was dir auf YouTube passieren kann. Ich werde größtenteils wegen meiner Art und meinen Videos gefeiert. Die Person dahinter interessiert nur die wenigsten. Dadurch kann Tanzverbot auch nicht so schnell etwas falsch machen und bei seiner Community ansehen. Das mit dem Teddy. Hast du gerade gesehen, Digga?
probieren. Wenn Tanzverbot das Ganze nicht dumm anstellt, dann muss er nie im Leben arbeiten und wird in 2 bis 3 Jahren auch locker die Millionen auf dem Konto haben. Der Grund, warum Teilzeit-Rector mit in diesem Video vertreten ist, ist die Tatsache, dass er ebenfalls seit Monaten immer mal wieder kritische Tweets gegen Tanzverbot raushaut. Aber auch hier Tanzverbot seine Kritikunfähigkeit beweist und überhaupt nicht oder nur sehr schwach darauf eingeht. Aber auch dazu später mehr. Wie dieser Streit angefangen hat, ist im Grunde auch ziemlich lustig. Und zwar hat Tanzverbot das hier auf Twitter geschrieben. Hey Mr. Trashpack, ich würde gerne in deine Radiosendung kommen. Allerdings finde ich es sehr merkwürdig, dass ihr mir nicht mal die Anreise im Wert von 3,40 Euro bezahlen könnt. Ich hab... Mann, weißt du, so bei dem Tweet dachte ich mir so, Bruder, so 3,40. So, wirklich, Alter. Aber das ist halt so ein Tanzverbot-Move, verstehst du so? Ja. Der denkt sich so, was? Ich komme in die Sendung und er zahlt mir erst mal 3,40? So, das meint er halt wohl sicher. Ah, herrlich. Aber der hat ja mal auch den Trashpack gehatet. Ich glaube, darauf will er jetzt eingehen. Ich habe darauf geschrieben, hattest du dich nicht mal negativ gegen diese Sendung geäußert oder verwechsel ich dich? Und tatsächlich, in dem Video Ansage gegen Mr. Trashpack sagt er folgendes. Erstmal habe ich bestimmt 1000 Mal gegen dich gefrontet, weil ich dich als Mensch absolut nicht leiden kann, weil du scheiß Videos machst, weil du einfach Mainstream bist, weil jeden YouTuber lutscht gepostet. 7,6 Millionen Aufrufe mache ich gerade im Monat. Und das ist der Grund, warum ich für dich interessant bin. Nicht, weil ich als Mensch für dich interessant bin, sondern weil du weißt, dass ich momentan Klicks bringe, ohne dass ich... Aber einfach so. So, du weißt ganz genau, dass ich ein Problem mit dir habe. Ich würde niemals so ein scheiß Mainstream-Interview mit dir machen. Das wird wahrscheinlich live im Radio oder so sein, aber welcher Wichser gibt sich noch Radio? So, ich scheiße auf die 50-jährigen Berufskraftfahrer, die da das Radio anhaben und dann uns beide hören. Jedenfalls wirst du an mich nicht rankommen und... Das sind ja schon mal ziemlich harte Aussagen und natürlich werden Tanzverbot-Fans unter euch jetzt sagen, Meinungen ändern sich. Und ja, absolut, Meinungen ändern sich. Das Problem ist, dass 3/4 dieser Aussagen keine Meinungen sind, sondern Fakten. Tanzverbot hasst Trashpack als Mensch. Bitte, Tanzverbot. Während du bei Loot für die Welt wieder mal Trashpack runtergemacht hast, woher Alter, kommt plötzlich der Sinneswandel, dass er Mensch... Das Video war auf jeden Fall viel Arbeit. Ja, Mann. Also das ist schon wenn richtig ich das so sehe. Und wenn man sich das vorstellt, also wenn er das Video schon früher vorproduziert hat gegen Tanzverbot, dann ist er eine Snitch, aber ich denke, der hat das nach diesem einen Livestream gemacht, weißt du noch? Ja, genau. Dieses, wo die so einen kleinen Streit hatten, der hat gesagt, in 2 Tagen kommt halt das Video gegen Tanzverbot. Ja. Mhm. Und also das, was mir bei dem Video gefällt, ist halt, dass es nicht wirklich ein Video gegen Tanzverbot ist, sondern einfach so... Er zählt alles auf, ne, was halt negativ ist. Ne? Ja, es könnte sein, dass er es gut meint. Natürlich springt er auch irgendwo auf den Hype-Train-Tanzverbot drauf. Ja. Also, ist einfach die Wahrheit. Genauso wie wir zwei hier sitzen und das Thema nehmen, weil es interessant ist, versteht ihr? Ja. Das trendet einfach. Das sind Themen, die trenden und über die YouTube spricht. Und wenn ich und Billy zum Beispiel hier sitzen und denke, worüber reden wir heute im Podcast, dann ist es das, weil es eben turbulent ist. Und das denkt sich ein Kuchen-TV natürlich auch. Und ich denke nicht, bei allem Respekt, dass wenn Tanzverbot wie damals 50.000 Abos hatte und sich plötzlich negativ verändert von diesem Tanzverbot, was er mal war, in einem mehr kommerziellen Tanzverbot, weil er sagt, liked meine Videos oder so, oder noch kommerzieller wird als jetzt, dass er ein Video über ihn machen würde. Also ich denke nicht. Denkst du das? Ich bin gespannt. Ah, ich glaub, Tanzverbot wird, glaube ich, gar nichts machen. Jetzt. Ja, Also irgendwie kann ich es mir auch vorstellen, aber hören es uns mal weiter an. Ja. Menschlich doch vollkommen in Ordnung ist. Wenige Wochen später. Tanzverbot soll nur in die Sendung, weil er Trashpack Klicks bringt. Das ist keine Meinung, das ist ein Fakt. Genauso wie der Himmel blau ist, es ist immer noch so wie vor einem Jahr. Tanzverbot hyped, Trashpack nicht. Mr. Trashpack ist YouTube-technisch so gut wie tot. Tanzverbot hyped. Trashpack will ihn nur in der Sendung haben, weil er von seinem Hype profitieren will. Und das ist immer noch so. Warum ist es aber jetzt plötzlich in Ordnung? Das hören ja eh nur 50-jährige LKW-Fahrer. Ja, und das ist immer noch so. Oder hören jetzt plötzlich alle jungen Leute wieder Radio? Du willst nur Klicks auf meinen Nacken, ist ebenfalls ein Fakt, das ist immer noch so. Während er in dem Video Dinge sagt, die einfach absolut zustimmen und auch immer noch wahr sind, ist es ein Jahr später quasi vollkommen egal und er geht wirklich gerne in diese Show. Das ist übrigens auch der Punkt, der für mich das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Naja, aber würdest du so, ganz ehrlich, würdest du zu Trashpacks Talkshow gehen? Nein. Also, ich glaube, ich würde mich echt kastrieren lassen. Was mich auch gewundert hat, das Tanzverbot, in irgendeinem Video meinte Tanzverbot, Promiflash hat über uns berichtet, kauft alle den Song, ich möchte einmal in meinem Leben Anerkennung. Da habe ich mich schon gewundert, warum ist sowas Anerkennung, wenn Promiflash über einen berichtet und alle den Song kaufen. Weißt du, wie ich meine?
Naja, also es gab echt Zeiten so, wo Tanzverbot extrem gehatet wurde. Okay. Ja. Und er hatte immer so 7000 Dislikes und 1000 Likes oder so. Ja. Und ich hatte damals noch einen anderen Account, diesen Super Alim. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Ja, ich hab damit sogar immer geschrieben gehabt, so, du bist lustig, weißt du, mach weiter so. Und ich war halt so dieser von diesen 1000, die das geliked haben. Ja. Und das ist halt Anerkennung für mich. Also ich denke, also da, ja, für mich also eigentlich Beispiel, bekommt er ja genug Anerkennung, ja, ne? Also für mich wäre das die Anerkennung, um ehrlich zu sein, genau. Ein verkaufter Song. Also genau. Da hast du schon recht in dieser Hinsicht. Genau dieser Sinneswandel zeigt perfekt die Entwicklung von Tanzverbot. Während ihm früher solche Leute egal waren, wird denen heute hinterhergelaufen. Und warum? Weil er seine Realness komplett für das Business verloren hat. Mit dem Hype und seinem neuen Management ist ihm wahrscheinlich irgendwann aufgefallen, dass man mit YouTube wirklich sehr viel verdienen kann. Dafür ist es aber wichtig, viele Kontakte auf der Seite zu haben und auch bei anderen vertreten zu sein, um mehr Leute anzusprechen. Mit dem Ich hasse euch alle Image kommt man auf YouTube nicht unbedingt sehr weit, da man sehr viele potenzielle Zuschauer abschreckt und einem viele Türen verschlossen bleiben. Komisch, dass das bei dir so gut funktioniert, Digga. Er kennt viele Leute und Tanzverbot zeigt sich offen für solche Kooperationen. Er hat mit diesem Interview seine komplette Realness verloren. Meinungen ändern sich, aber alle Fakten, die man vorher ohne Probleme rausposaunt hat, existieren komischerweise nicht mehr. Einfach. Nein, hier zum Beispiel spricht er ein Thema an, was mir übelst auf die Eier geht. Mhm. Zum Beispiel dieses, was, wer wie viel verdient und wie wer Business machen will, zum Beispiel. Ja. YouTuber sind auch irgendwo nur Unternehmer, also und das meine ich wortwörtlich. Also YouTuber sind Unternehmer, wenn du es ernst machst, ist ein jeder YouTuber Unternehmer und da wird mir auch von so. Kuchen TV erklären. Also er kann gern in den Podcast kommen mit Teilzeitrektor. Er kann so viele mitnehmen, wie er will, Alter, ist kein Problem. Also, ihr könnt auch Skript schreiben, ist kein Problem. Aber was ich hiermit sagen will, keiner von egal welchen YouTuber, wird mir sagen, wenn er das wirklich hundertprozentig macht, nicht wie ich oder Billy zum Beispiel, so, wenn ihr auch irgendwo vielleicht etwas arbeitet, versucht irgendwas zu verdienen und so, nicht so, sondern wenn ihr wirklich auf YouTube verlassen seid, müsst ihr das einfach hundertprozentig machen. Das ist einfach so. Das bringt uns gar nichts. Also, wenn ihr das nicht hundertprozentig macht, seid ihr einfach am Arsch und ihr seid Unternehmer, versteht ihr? Man ist ein Unternehmer und was ist das Ziel eines Unternehmers? Sag's mir mal, du hast jetzt keine Betriebswirtschaft studiert, aber ich denke, als ein normal denkender Mensch wirst du es mir sagen. Ja, natürlich. Man muss über Wasser bleiben und versuchen, erfolgreich zu werden, damit man im Hintergrund noch ein Polster hat. Ne? Das ist das Schlüsselwort. Erfolg. Das ist einfach das Wort. Ja. Erfolg, okay? So, und Erfolg geht halt einfach nur kommerziell. Und in Betriebswirtschaft, ich weiß nicht, wie der Grad der Bildung von diesen Menschen, die dieses Videos machen, ich meine, ein paar Fremdbegriffe rauszusuchen und in Deutschland geboren zu sein, ist nicht eine große Leistung. Okay. Was ich damit sage, vielleicht klinge ich behindert, aber Ich weiß schon, was du sagen willst. Ich habe einen Grad der Bildung, verstehst du, so, der wahrscheinlich höher ist als von vielen YouTubern. Und als wir in Betriebswirtschaft bei unseren Professoren gesessen sind und wirklich so eine sehr schwere Arbeit hatten, meinte er, also er hat mich angeschaut, du musst dir vorstellen, es gab so das Thema Businessvertrag und Marketing, okay? Wie das Ökosystem auf dem Wirtschaftsplan funktioniert und das alles. Und der hat halt viele angeschaut und da hatten viele Businesspläne, die nur kommerziell ausgelegt waren und viele Businesspläne, die nur kundenfreundlich ausgelegt waren. Der eine hat sehr viel verdient, aber Kunden waren unzufrieden, okay, nach seinem Businessplan. Und die anderen haben nichts verdient, aber Kunden waren sehr zufrieden, aber sie gehen halt nur ins Minus, verstehst du? Ja. Und der Professor hat uns alle angeschaut und ich vergesse niemals seine Worte. Er hat gesagt, ein erfolgreicher Unternehmer ist jener, der einen Zwischenpunkt zwischen den zwei findet. Nicht das ein oder andere, nicht nur kommerziell oder nur kundenfreundlich. Genau. Sondern der die Waage findet, ne? Genau. Man muss irgendwo kommerziell sein und man muss aber auch kundenfreundlich sein. Niemand von euch Zuschauern oder YouTubern wird für mich, wenn ich kein Geld habe, 2 Euro zahlen oder für Billy, wenn wir kein Geld haben. Genauso wie wir für euch auch nicht. Es ist einfach die Wahrheit. Man muss irgendwo irgendwas verdienen. Natürlich wird das ein KuchenTV oder irgendwer sonst nicht sagen, weil das halt die perfekte YouTube-Welt ist. Man muss sich immer als ein Erzengel darstellen
Und das ist einfach so, Freunde. Und im gleichen Atemzug schauen wir uns ein Video hier an, welches über Mainstream handelt und die Werbegeilheit einer Person widerspiegelt. Und im gleichen Atemzug schaltet man 5-mal Werbung auf das Video, weil man ganz genau weiß, es kommt in die Trends. Verlinkt jeden möglichen Link dieser Welt. Und am Ende kommen wahrscheinlich diese Into the M-Klamotten, oder? Ich habe das Video nicht gesehen. Ja, genau. Okay. Zum Schluss kommt extrem viel Werbung. Amazon, Gaming, Klamotten und Merch. Habe ich auch nichts dagegen, verstehst du? Aber alles auf einmal schon ein bisschen komisch. Das ist aber das Beispiel, was ich meine, verstehst du? Ja, ist auch Business. Das ist auch Business. Und du kannst wirklich Business machen mit was du willst. Man gönnt das, okay? Aber, also uns zwar ist es scheißegal, was ihr für Werbung macht. Aber was ich damit sagen will, man sollte nicht als ein Puffbesitzer einer Nonne sagen, wie sie jungfräulich bleibt. Verstehst du? Ganz grob gesagt. Bester Vergleich. Das ist einfach der Vergleich, verstehst du? Ich werde nicht als ein Imam vor dem Puff warten und so einen langen Bart haben. Oder als ein Papst, keine Ahnung, irgendwo im Bordell rumficken. Also man muss schon das sein, was man sagt. Also ein alter Rhetoriker hat gesagt, oh ihr Menschen, wieso sagt er das, was er nicht tut? Und wahrlich, das ist übel, wenn ihr das sagt, was ihr nicht tut. Verstehst du? No. Das ist einfach. Aber das ist die ganze YouTuber-Logik, verstehst du? Man schaut sich nie an selber, sondern den anderen. Und ist wirklich so, ne? Mir ist das, also wir sind erst bei ein paar Minuten, aber mir ist das echt komplett scheißegal, was KuchenTV verdient, was Tanzverbot verdient. Mir ist es auch Latte, Tanzverbot echt. Etwas professioneller werden will, alles teurer wird und er dafür etwas kommerzieller werden muss und sich Kontakte pflücken will, weil er auch in Zukunft mehr Geld für sich oder Familie haben will, ist mir egal. Verstehst du? Und wenn du einen Fernsehsender anschaltest, was siehst du da im Fernsehen? Gibt es da Werbung? Ja, eine Menge. Ja, wie lang ist die Werbung im Fernsehen? Ja, teilweise länger als die Filmlänge. Genau. Und wir, weißt du, das ist, wir vergessen das immer, das ist einfach eine Gratis-Plattform für jeden Zuschauer. Ja. Und jeder Zuschauer tut so, als ob wir ihnen Gold aus den Augäpfeln saugen, wenn sie unsere Videos anschauen. Verstehst du? Ja, das stimmt schon, das stimmt schon, da gebe ich dir echt recht. Und das ist aber auch so, ein Grund dessen sind auch so Videos, wo man sagt, ja, das ist Mainstream, das ist schon natürlich eine persönliche Veränderung von jemandem. Man könnte so viele Vergleiche von KuchenTV nennen, wo er sich verändert hat. Aber ich nehme es nicht übel. Ich nehme es ihm nicht übel. Also ich werde aber Tanzverbot sind es halt ein paar Widersprüche, weil er hat gesagt, er wird niemals irgendwie in die Richtung gehen. Bruder, ne? Aber ganz ehrlich, Tanzverbot kann sich nicht mal Brötchen kochen. Tanzverbot kann sich keine Nudeln kochen, verstehst du? Der kann sich keinen Reis zubereiten. Der weiß nicht, was er gestern zu Nachmittag gegessen hat. Glaubst du, der weiß, was er mal gesagt hat? Verstehst du? Das ist ja das Ding, Mann. Genau deshalb schaut man ihn ja auch an. Ja. Das ist ja der einzige Grund, wieso ich ihn anschaue. Ich denke nicht, dass er eine intellektuelle Bestie ist, verstehst du? Wenn ich KuchenTV anschaue, zum Beispiel, was ich leider nicht so oft tue, weil ich selber kaum Zeit habe und meistens mir der Content nicht wirklich zuspricht, was nicht bedeuten soll, dass ich ihn fronte. Es sind einfach so manche Sachen, die mir nicht passen, aber ich lebe damit, okay? Und bei ihm zum Beispiel, wenn er sich verändert, kann ich sagen, ja, der Tim, er ist ein intelligenter Bursche, der wird schon wissen, was er gesagt hatte. Wieso sagt er es jetzt anders, verstehst du? Aber ein Tanzverbot nicht. Da weiß ich einfach, er weiß nicht, was er gestern gesagt hat, verstehst du? Und, also egal, schauen wir mal weiter. Ja. Weil er jetzt plötzlich seinen eigenen Vorteil daraus ziehen kann. Es gibt übrigens das Gerücht, dass Tanzverbot bald bei TAF oder einer anderen Sendung zu sehen ist. Das wäre ja das Fernsehen. Was hat unser alter Realer Tanzverbot noch vor 1-2 Jahren in dem Video Ansage an Zirkus Halligalli dazu gesagt? Geiles Mikro. Geiles ich werde niemals mit irgendwelchen Fernsehopfern zusammenarbeiten. So. Alter, haut ab, Fernsehen, Alter. Ihr habt eh keine Perspektive. Okay. Scheiß Fernsehen, scheiß Werbung, scheiß Mainstream, Alter. Die Dislikes, die er noch hatte, Digga. Krass. Während der frühere Tanzverbot eine ganz klare Haltung gegen das Fernsehen und den Mainstream hat, steht jetzt zumindest im Raum, dass er bald tatsächlich dort zu sehen ist. Wie gesagt, es ist nur ein Gerücht, aber ich wollte das vorsorglich schon mal im Video haben. Sollte er wirklich bei TAF oder einer anderen Sendung zu sehen sein, würde das wieder mal die traurige Entwicklung der Person Tanzverbot zeigen. Und nochmal für alle Vollidioten. Ja, Meinungen ändern sich, aber merkt ihr selber nicht, dass sich seine Meinung zufällig an dem Punkt ändert, wo er ein Mensch
Management hat, wo er anfängt, businesstechnisch zu starten und selber seine Nutzen daraus ziehen kann. Früher ist Tanzverbot vor allem wegen solchen realen Ansagen gegen Trashpack oder das Fernsehen gefeiert worden. Er hat im Grunde das ausgesprochen, was alle gedacht haben oder was er gedacht hat. Er hat sich nicht verbogen und nichts gemacht, wo er keine Lust drauf hatte. Er hat die Leute auch ohne Probleme gefrontet, obwohl er auch hier schon mit den Personen zusammenarbeiten konnte. Und er hat noch bei seiner Mutter gelebt und kein Geld verdient und musste keine Wohnung zahlen und hatte kein Internet und keine Ausgaben. Das ist aber auch das Problem, Timofey. Das ist auch das Problem, Alter. Und, wahrscheinlich, weil ihm diese Dinge damals egal waren. Er hat sein Ding durchgezogen und das war's. Und heute ist es quasi genau andersrum. Lustig ist vor allem der Fakt, dass Tanzverbot ja immer sagt, dass er keine Kunstperson ist. Eine richtig gute Aussage gab es dazu im Video: Bin ich fake? Die Wahrheit über Tanzverbot. Und wie ist es heute? Der heutige Tanzverbot hat und macht alles, was der damalige Tanzverbot kritisiert hat. Tanzverbot ist heute nicht mehr frei. Du wirst es wahrscheinlich nicht einsehen, denn Geld verändert Menschen und du hast eine Community, die zu dir steht. Aber wenn du einfach mal ein, zwei Jahre zurückdenkst, dann musst du einfach zugeben, dass dein damaliges Ich dein heutiges Ich in einer 30-minütigen Ansage komplett zerstören würde. Tanzverbot wollte ja sogar zu Loot für die Welt mit LeFloid und Co. Angeblich ja nur, weil er ebenfalls etwas dazu beitragen wollte. Die Frage, die sich mir da aber stellt, warum arbeitest du dann lieber mit Leuten wie LeFloid zusammen, anstatt deinen eigenen Spenden-Livestream zu machen? Du hast auf YouTube oftmals über 10.000 Zuschauer, kriegst Spenden im Sekundentag. Wenn du einfach mal sagen würdest, jo Leute, alle Einnahmen werden heute gespendet, tust du ebenfalls was Gutes, gibst dich aber nicht mit den Leuten ab, deren Content du ja angeblich total verachtest. Komischerweise kam so ein Gedanke von dir noch nie, aber die Chance zu nutzen, direkt mitten in den Mainstream zu kommen, ja klar, da bist du natürlich dabei. Willst du vielleicht dein altes Image einfach ablegen und jetzt mit jedem auf Friede, Freude, Eierkuchen machen? Ich hoffe, ich konnte euch in diesem Punkt schon mal ein bisschen die Augen öffnen. Jetzt kommt erstmal Teilzeit-Rector. Da hat er schon recht mit diesem Mainstream-Ding da, dass man da reinrutscht und so. Aber da ist generell eine Frage, die sich halt als Zuschauer stellt, so der den deutschen Scheiß überhaupt so beobachtet. Was ist Mainstream? Also, was ist jetzt Mainstream? Ja, Mainstream ist eigentlich, was viele Leute schauen, denn wäre Mainstream, Tanzverbot ja eigentlich schon Mainstream, ne? Er ist schon längst Mainstream, sonst hätte er keine 500.000 Abos. Man muss irgendwo etwas Mainstream sein. Ich weiß, wie du schon meintest, was dein Professor gesagt hat, man braucht diese Mischung. Das ist es einfach. Also schau, du kannst keinen Erfolg haben, wenn du nicht irgendwo mit irgendwas mitgehst. Und es ist mir lieber, wenn jemand, keine Ahnung, etwas Mainstream wird, als Drogen dealt. Also es gibt ja jede Art, Geld zu verdienen. Und heutzutage ist es auf einer Seite sehr schwer, Geld zu verdienen, wenn du normal arbeitest. Auf der anderen Seite auch sehr leicht, wenn du irgendwie irgendein Plan oder Idee von irgendwas hast. Und für mich ist das aber auch Mainstream, wenn zum Beispiel ein Streit ausbricht und wenn sich YouTuber wie zum Beispiel KuchenTV oder so in so eine Sache einmischen und ein Video draus machen. Ja. Aber das ist für mich auch ein gewünschter Mainstream, dann schaue ich es mir an, ich bin informiert und denke, alles klar, danke schön. Aber das ist Mainstream. Also das, es ist für mich auch Mainstream, dass er genau auf diese Videos, die länger sind, fünfmal Werbung schaltet. Und dass genau vor diesen Videos manchmal die Ansage kommt, dass er Livestreams hat. Verstehst du? Das ist auch Mainstream, aber ich denke mir dann irgendwo, aber das ist seine Arbeit. Ich meine, meine Augapfeln werden hier nicht abfallen, wenn ich das jetzt anschaue. Und natürlich dieser Message mit er gönnt nichts, ist sehr kindisch, sowas zu sagen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein YouTuber, der, keine Ahnung, jeder YouTuber, wenn wir ehrlich sind, sieht sich irgendwo als ein Konkurrent. Er vergleicht sich mit irgendwem. Also bei mir und Billy ist das komplett anders, weil, keine Ahnung, wir haben YouTube nie als wirklich so eine lebenswichtige Plattform gesehen. Und er sieht meinen Kanal als seinen und ich seinen als meinen. Also das ist also wir gönnen uns gegenseitig alles. Hatte ich auch noch nie mit einem Menschen so, muss ich auch dazu sagen. Vielleicht kennt ihr uns nicht, wenn ihr das erste Mal auf diesem Kanal seid und denkt, worüber labern die Opfer mit 4000 Abos. Also wir haben auch Hauptkanäle, okay, der Kanal ist eine Woche alt, das ist noch unsere Community. Ohne den zu pushen. Ja, also was wir sagen wollen, der hat meine Passwörter, er hat, ich habe seine, also bei unseren gemeinsamen Streams gebe ich meine PayPal ein oder er seine, das ist uns komplett scheißegal, okay? Ich denke nicht, dass ihr irgendeinen anderen YouTuber findet, der so ist. Und wenn sie wirklich so gewesen wären zueinander, okay, dann verstehe ich diesen Schmerz, wieso so ein Video entsteht. Also so aller
Wieso lässt du mich allein von Bushido an K1 damals das Lied? Also, sowas meinst verstehen. Du, das waren gute Buddies, die beiden? Best K1 Buddies? K1 und Bushido? Nee, Tanzverbot und Kuchen? Ich denke nicht, also weil, weißt du, nee, ne? Worauf ich hinaus wollte, irgendwann merkt ja auch ein YouTuber, okay, der Typ kriegt schon sehr viele Abos. Und KuchenTV, ich weiß jetzt nicht, wie viele er macht, ich gönne ihn auf jeden Fall, also ich gönne jeden. Ich schaue jetzt nicht auf eure Abos und so, aber jetzt, wenn ihr Zuschauer seid, ihr könnt gerne Reportagen oder Mois eingeben in Social Blade und KuchenTV. Also ich denke schon, dass da ein gewisser Unterschied sein wird an Abo-Wachstum. Und was ich meine, irgendwo denkt man sich dann auch, ja, man hat einen gewissen Neid als ein Mensch. Also nicht, dass er neidisch auf seine Abos ist oder so, aber man sucht dann automatisch Angriffsflächen, psychologisch gesehen. Ja. Schon. Und ich glaube, Tim wollte irgendwo ein Kindergarten-Erzieher werden. Dann müsstest du ja auch irgendwo etwas Psychologiestunden gehabt haben. Ich, Kuchen hat doch auch ein Video gemacht, wo er Tanzverbot so lobt auf Eikuchen. Das habe ich mir auch mal angeschaut. Er meinte, er findet das so krass, dass Tanzverbot vor Eminem ist und. Deswegen verstehe ich nicht, warum er jetzt so ein Video raushaut. Naja, ist aber dennoch ein gutes Video bis jetzt. Ja, sein Kritikvideo an sein Lied war ja auch nicht wirklich Kritikvideo. Er hat ihn ja auch dort gelobt. Und meine Frage, die sich dann stellt, ist, wenn zu dem Zeitpunkt des Videos Tanzverbot ja noch immer dieser famegeile Bastard war, also wie das hier gesagt wird, wieso wurde es nicht schon dann gesagt, verstehst du? Ja, stimmt auch wieder. Ja, das ist halt. Aber das Video ist wirklich sachlich gestaltet bis jetzt und wirklich gut recherchiert. Jetzt kommt dieser Teilzeitrektor und zu dem muss ich sagen, also den schaue ich schon öfter an, den finde ich auch ziemlich korrekt, deshalb bin ich gespannt auf seinen Part. In unseren Augen negative Entwicklung von Tanzverbot ist nichts, was von jetzt auf gleich stattgefunden hat. Auch wenn man das gerne so darstellt, damit das klassische "ihr seid nur neidisch" Argument besser zieht. Tatsächlich reichen meine kritischen Konfrontationen mit Tanzverbot bis zum März 2017 zurück. Und selbst das basierte auf Vorfällen, die beim damaligen Zeitpunkt mehr als einen Monat zurücklagen. 2016 habe ich Tanzverbot sehr gefeiert. Wie er sich präsentierte, fand ich sehr unterhalten und die Gesellschaftskritik, die mal mehr und mal weniger subtil sich immer wieder in seinen Videos finden ließ, hat mir sehr gut gefallen. Das hat mich aber nicht daran gehindert, auch die negativen Dinge wahrzunehmen. Ende 2016 hat der Newstime stark abgebaut und vermehrt wurden selbst für die Verhältnisse seines Kanals uninteressante Themen unnötig überdramatisiert, um eine reißerische News zu haben. Tanzverbot, der sich damals sehr kritisch gegen sowas äußerte, schien dies aber bei Newstime auszublenden und verlor selbst nach der Ausschlachtung des Apecrime-Skandals kein einziges kritisches Wort gegenüber Newstime. Für mich schon damals unverständlich, besonders weil ich die damalige Ansage an Herrn Newstime kannte. Folgendes hatte Tanzverbot noch dort zu Newstime zu sagen. Alleine, dass du... Die Tatsache, ich habe nirgendwo gesagt, dass ich mit YouTube aufhöre. Ich habe lediglich so gemacht. Und du machst 15 Minuten später ein Video News um 2 Uhr nachts, wo Tanzverbot hört auf. Erstmal fett Klicks gemacht. 40.000 hast du dafür bekommen, ja? Auch nice, wie er im selbigen Video noch anprangert. Damals doch fett Klicks gemacht. 40.000 hast du dafür bekommen, gell? Ja, ne? Alter, naja, okay. Herr Newstime ist schon ein Goblin-Tanzverbot. Also das ist... Ja. Also, Herr Newstime ist, boah, Herr Newstime ist der größte Goblin auf dieser Erde, ja, der nicht grundlos ist, einfach... Der gehört zu den Menschen, der immer auf andere Leute mit dem Finger zeigt und sich selber aber nichts eingestehen möchte. Na, das ist so eine Diva, Alter. Das ist so eine richtige, süße Diva. Das ist eine richtige, eine richtige Diva. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er von seiner Wohnung rausgehen wird. Also, im Leben nicht. Im Leben also, nicht. Also Herr Newstime und Mr. Trashback, Alter, das sind solche Individuen, Alter. Oh mein Gott, Alter. Das kommt in den Podcast, wir müssen reden. Die zwei Keks, Alter, das wäre so lustig, wenn die zwei in den Podcast kommen, Alter. Das wäre der Hammer, ne? Weißt du, es wäre für mich so interessant, Newstime mal im Podcast zu haben, ohne seine scheiß Cuts, dass er so Kamera anschaltet. Ich will einfach sein Gesicht sehen, wie es aussieht, wenn er keine Cuts macht. Wenn er redet, Alter, genau, das wäre so lustig, Alter. Ja. Dass sich niemand über den Clickbait von News-YouTubern beschweren würde, aber selber seit Ende 2016 die Fresse gegenüber Newstime hält. Seitdem habe ich Tanzverbot etwas kritischer betrachtet, da er bei seinen damals strikten Ansichten wohl trotzdem Ausnahmen bei bestimmten YouTubern zu machen schien. Ein Vorfall, der ihn aber weiter für mich ins negative Licht rückte, war der Vorfall mit Danny DeGreek im Frühjahr 2017. Diesen hatte Tanzverbot mal in einem Video positiv erwähnt, als Danny ein Video zu KS-Freaks gewinnt. Den haben wir mal geradet, Danny? Ja, Alter hat er rumgeheult. Den haben wir geradet im Livestream mal bei mir. Alter hat er rumgeheult. Ich kannte den vorher gar nicht. Aber er scheint eigentlich korrekt zu sein, keine Ahnung. Ich habe noch nie was von denen gesehen, noch nie. Also er schaut immer in seinen Stream ab und zu unsere Videos an. Also Grüße raus an der Stelle, Danny. Also er scheint korrekt zu sein, auf jeden Fall. Mhm.
Schauen wir mal, Leute. Längst hätte aufgelöst sein sollen. Danny the Greek streamte regelmäßig und hatte schon damals eine Donation-Tafel, auf der Top-Donator und so weiter angezeigt wurden. Tanzverbot. Diese Kappe unter die Presse. Hatte seine Livestreams Ende Januar, Anfang Februar 2017 Danny für diese Donation-Tafel mehrfach kritisiert, mit dem Unterton, dass Danny darauf abzielen würde, möglichst viel Geld mit seinen Streams zu verdienen. Danny wollte das dann privat klären und hatte Tanzverbot auf Twitter geschrieben, dass es nur eine Ehrung für Leute sein soll, die spenden. Und Tanzverbot hat das nicht sonderlich interessiert, sondern deutete weiter an, dass Danny die Streams aus Geldgeilheit machen würde. Als dieser dann Tanzverbot für seine Ignoranz kritisierte und dafür, dass er bei Newstime einfach die Fresse hält, als ob seine Ansichten reine Fassade wäre, hat Tanzverbot in seinem Geburtstags-Livestream dazu aufgefordert, Danny the Greek zu deabonnieren. Er hätte sich nicht mit ihm auseinandergesetzt und fand nur das eine Video gut. Ebenso behauptet er, dass Danny jemand wäre, der sich nur an Tanzverbot hochziehen wollte. Es gibt davon übrigens ein Re-Upload. Interessant ist aber, dass Tanzverbot noch im Jahresrückblick 2016 sagte, dass es gut sei, dass Leute wie Danny the Greek, die andere YouTuber kritisieren, und aufzeigen, wie diese ihre Zuschauer verarschen, mehr Aufmerksamkeit auf YouTube bekommen. Wenn man sowas schon in seinem Jahresrückblick sagt, dann kann man doch davon ausgehen, dass man sich auch genauer mit dieser Person und dessen Content auseinandergesetzt hat. Wie kann es also sein, dass Tanzverbot dann im Nachhinein behauptet, er hätte nur das eine Video von ihm gesehen und gut gefunden? Danny the Greek hatte diese Frage auch gestellt und auch, inwieweit Tanzverbot sich denn mit den Leuten auseinandersetzt, die er kritisiert. Er wurde einfach von Tanzverbot blockiert und dieser wollte seitdem nie mehr was von ihm wissen. Er blockte jegliche Kritik dazu ab und blieb komplett uneinsichtig. Vorher fand es Tanzverbot noch toll, dass jemand, der andere YouTuber kritisiert, Reichweite bekommt. Aber sobald er selbst in die Kritik gerät, dann soll man den plötzlich deabonnieren. Er wäre geldgeil und wolle sich ja eh nur hochziehen. Ist wohl nicht ganz so lustig, wenn es einem einmal selbst trifft, was? Das ist genau die Stufe der Kritikunfähigkeit, die man auch bei einem Leon Mascher beobachtet. Und es ist und war einfach nur traurig, dass sowas auch von Tanzverbot kam. Ich habe... Ja, Tanzverbot hat jetzt ja auch dieses letzte Donation-Ding, soweit ich weiß, oder? Oder ich weiß nicht, ich glaube schon, dass er diesen Layout da hat von Streams. Ja. Ja, hat er. Für mich ist das auch irgendwie, also du weißt ganz genau, wie lang ich damit gestruggelt habe, in Twitch kein PayPal einzugeben. Naja, Mann. Ich wollte einfach nicht PayPal eingeben, weil ich nicht wollte, dass die spenden. Aber das Ding ist... Da musste ich dir erstmal erklären, wie normal das ist als Streamer und es ist ja freiwillig. Du wirst auch kein Partner dann, wenn du das nicht eingibst in Twitch, auf jeden Fall. Ja. Und... irgendwann beim Streamen habe ich selber dann gemerkt, so die Leute geben so 3-4 Euro aus für jemanden, den sie nicht mal kennen. Ist schon heftig, ne? Ja, manchmal geben die bei uns 50 Euro, 100 Euro aus, einfach so. Und ich denke mir dann so, der wird sich wahrscheinlich freuen, wenn er seinen Namen sieht. Also da oben, dass er gespendet hat. Das ist für mich irgendwie so auch Ehrung. Also wie Danny das gesagt hat. Weil ich, das ist ja das Einzige, was wir zurückgeben können. Und eine Seite, die jetzt hier erklärt wird, ist natürlich, ja, man kann Geldgeilheit geil sein und damit werben, dass du dort gezeigt wirst, indirekt. Wie es wahrscheinlich sehr viele machen. Aber es kann auch sein, dass Tanzverbot einfach zu behindert war, so dass du checken und das erst später gecheckt hat, wie wir es gerade meinen. Das weiß man aber bei Tanzi nicht, ne? Das ist das Problem, man kann das bei dem nicht einschätzen. Nee, und kann man echt nicht. Die zwei sind natürlich so, also die haben intelligent sich zusammen hingesetzt und gut recherchiertes Video gemacht. Besonders der Part von Teilzeitrektor gefällt mir. Also das war wirklich sachlich, knapp, schnell, alles aufgezählt. Dann wäre das Video wahrscheinlich auch keine 40 Minuten lang. Also, aber bis jetzt ist es echt ein gutes Video, man hört gerne zu. Schauen wir mal, was der Bruder weiterhin sagt. Ich habe euch ja vorhin schon gezeigt, dass Tanzverbot nicht mehr der reale YouTuber ist, der er damals war. Genauso wie das vorhin schon erwähnte Management. Tanzverbot hat wahrscheinlich mit einem Familienmitglied oder so die Firma Heinrich und Heinrich Entertainment UG am 6.10.2017 in Berlin gegründet. Ich weiß nicht, ob eine Firma gegründet, der Tanzverbot, ist, ne? Bei dem Namen. Naja. Also hat er auch schon ein paar Mal erwähnt irgendwie. Ja, aber weißt du, das sind so Sachen, mir persönlich, keine Ahnung, wird sowas auf die Eier gehen. Also ganz ehrlich. Ja. Also, wenn ich eine Firma gründe, ich sage es euch jetzt, sie wird Keller GmbH heißen, okay? Also, ja, du musst dir den Namen noch schnell patentieren. Ja, also, die wird einfach so heißen. Ich hätte jetzt kein Geheimnis drüber gemacht. Aber vielleicht sind das auch irgendwo so private Infos, verstehst du? Ja. Könnte man auch privat regeln.
No. Aber Sinn machen. Man kann also davon ausgehen, dass Tanzverbot von einer Person betreut wird, welche sich im Marketingbereich sehr gut auskennt. Stellt sich natürlich auch hier die Frage, inwiefern bist du jetzt noch frei, wenn du ein Management hast, welches dir sicherlich in einige Dinge reinreden wird. Tanzverbot geht es schon lange nicht mehr darum, den Mainstream zu bekämpfen oder einfach sein Ding durchzuziehen. Ihm geht es jetzt darum, so viel Erfolg wie möglich zu generieren. Zum Leidtragen der eigentlichen Gründe seines Kanals. Sich ein Management zu suchen bzw. eins zu gründen, ist an sich wirklich nichts Schlimmes. Sieht man aber mal die Entwicklung der letzten Monate, erkennt man einfach, dass er von Real zu Mainstream wechselt und diese Entwicklung wird in den nächsten Monaten wahrscheinlich nicht besser. Da der Typ, mit dem er das Management macht, sich wahrscheinlich richtig gut damit auskennt, weiß er natürlich, was er macht. Es geht jetzt nicht mehr darum, den Mainstream zu bekämpfen oder so, sondern man will jetzt Tanzverbot nach vorne bringen und das geht halt besser, wenn man sich dem Mainstream annähert. Jetzt aber erstmal wieder was von Teilzeit Rector. Bei dem Vorfall mit Danny DeGreek damals hatte dieser angeboten, das Ganze in einem Livestream zu klären. Da Tanzverbot das ja nicht privat auf Twitter klären wollte und in vergangenen Videos hin und wieder betont hat, dass er ja kein Skript brauchen würde, um jemanden auseinander zu nehmen. Perfekte Voraussetzung, um das live zu klären, aber das blockte Tanzverbot konsequent ab. Er wolle Danny DeGreek ja keine Aufmerksamkeit mehr schenken. Anfang März 2017 hat Iblali Tanzverbot ironisch hochgenommen, sein Image als YouTube-Retter hinterfragt und sogar Andeutungen in Richtung irreführenden Clickbait gemacht. Der gute Tanzi ist natürlich überhaupt nicht ruhig geblieben und beschimpfte Iblali wenig später auf Twitter als kleinwüchsige dämliche kleinwüchsige Vollidiot mit großer Fresse. Ein Vollidiot mit großer Fresse, der sich in seinen Stream trauen soll. Ziemlich ironisch, dass das von der Person kommt, die damals bei Danny DeGreek gekniffen hat. Aber das ist ja was vollkommen anderes, denn die Meinung einer Person, die er vorher mehrfach positiv in Videos erwähnt hat, interessiert ihn natürlich kein Stück, ist doch klar. Ich frage mich, warum ihm die Meinung von Iblali so wichtig ist, dass er mit ihm unbedingt in einem Stream reden will, aber die von Danny DeGreek, den er so gelobt hatte, komplett uninteressant ist. Mit Iblali unbedingt das ist nice, wie er das hin und her skippt gerade. Mit Danny DeGreek auf keinen Fall in einem Stream reden. Wüsste ich jetzt nicht, woran das liegen könnte. Nice, Tanzi, wie du mich auf Twitter angelogen hast. Im normalen Ton und ohne böswilligen Hintergedanken deine Meinung gesagt? Du hast in deinem Geburtstags-Livestream rumgebrüllt, dass man Danny DeGreek deabonnieren soll. So viel zu normaler Ton und ohne Hintergedanken. Dass du es nötig hattest, mich da anzuflunkern, zeigt mir schon, dass du wohl doch damals nicht die Eier hattest, bei Danny im Stream zu erscheinen. Du müsstest dir ja sonst kein Lügenkonstrukt aufbauen. Das ist das beste Foto von Die Sache war noch nicht komplett abgeschlossen. Ende April 2017 verwendete Iblali ein Bild von Tanzverbot in einem Video, worauf er dann mit einem Video antwortet. Derjenige, der immer ungehemmt die Fresse gegenüber anderen YouTubern aufgerissen hat, der nicht mal zwei Monate zuvor Iblali als kleinwüchsigen Vollidiot mit großer Fresse bezeichnet hat, tut jetzt auf armes Mobbingopfer, das von Iblali psychisch systematisch zerstört werden würde. Egal, ob das gespielt oder ernst war, ich finde es so oder so ziemlich erbärmlich, sich plötzlich so in eine Opferrolle zu stellen. Wie geht Tanzverbot wohl nun mit dieser Meinung um? Na, er behauptet natürlich, dass ich mich ja nur an YouTubern hochziehen würde und will mich mit Beleidigungen persönlich angreifen, was auch sonst. Lutschpuppe, by the way, bestes Wort EU-West. Aber natürlich habe ich immer gegen dich geschossen, wenn es irgendein großer YouTuber auch gemacht hat. Wie zum Beispiel bei Danny DeGreek. Ah, nee, warte, der hat weniger Abonnenten als du und als ich gehabt. Aber sonst bei null Leuten. Mann, ich ziehe mich echt krass hoch. Wäre ja auch nicht einfacher gewesen, Iblali, der mir auch schon damals auf Twitter gefolgt ist, einfach nett um ein Feature zu fragen. Ich finde das krass hier bei Teilzeit-Rektor. Bis er mit dir eine Auseinandersetzung hat. Kommt euch. Dass der bei seiner hohen Reichweite kaum Videos hochlädt. Ja, das er gibt einfach halt so einen kompletten Fick drauf. Ja, der macht halt Videos dann, wenn er sie machen will. Das ist halt der Unterschied, den man Real Life hat. Also. Ja. Aber ich finde ihn so, als also von seinen Videos, ich schaue sie länger, also auch, wo ich meinen Mois-Kanal gar nicht gestartet hatte. Also ich finde, der macht gute Videos. Also falls ihr euch mal sowas geben wollt, könnt ihr ihn gerne abonnieren. Das übrigens bekannt vor, dass Tanzverbot einem kleineren YouTuber, der ihn kritisiert, vorwirft, sich nur hochziehen zu wollen? Stichwort Danny DeGreek? Irgendjemand? Iblali hat zu dem Video übrigens einen Kommentar hinterlassen, in welchem er sachlich Tanzverbot dafür kritisiert, sich nach den ganzen Äußerungen nun in eine Opferrolle zu stellen und seine Zuschauer damit zu manipulieren. Ein wenig später war der Kommentar nicht mehr auffindbar. Ist da jemand etwa ziemlich allergisch gegenüber Kritik? Das kann ich mir bei Tanzverbot ja überhaupt nicht vorstellen. Von dort an war das positive Bild, was ich einst von ihm hatte, so gut wie vollständig zerstört. Gegen andere YouTuber lautstark schießen, ihnen vorwerfen, dass sie ihre Zuschauer manipulieren würden, aber bei Konfrontation mit Kritik selbst förmlich ausrasten, die eigene Zuschauer manipulieren, indem man sich als das Opfer darstellt und kritische Kommentare löschen. Kuchen folgt mir ja schon eine Weile auf Twitter, das hat er also alles mitbekommen, auch wenn er sich vorher dir gegenüber nie kritisch geäußert hat, was ich mir anders gewünscht hätte. Das trägt alles mit zum Gesamteindruck bei, den wir von dir jetzt jeweils haben. Sag jetzt nochmal, das kommt alles vollkommen aus dem Nichts.
Das Problem bei Tanzverbot ist einfach die Tatsache, dass er in einer Blase lebt. Er hat Erfolg, er wird gehypt, seine Community steht hinter ihm. Ich habe schon mit einigen Fans von ihm auf Twitter geschrieben und die Antworten sind an Dummheit teilweise nicht zu überbieten. Viele seiner Zuschauer versuchen gar nicht objektiv die Person Tanzverbot zu durchleuchten. Nein, sie laufen ihr einfach blind hinterher. Egal wie dumm die Argumente der Fans eigentlich sind, Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass niemand solche Fans hat, die dir blind hinterherlaufen. Also nee, aber er hat schon eine krasse ja. Fanbase. Ja, sicher, aber das ist ja nicht wirklich was Negatives in dieser Hinsicht. Und nö, ist es auch gar nicht. Ja, ja. Das Ding ist halt, ja, keine Ahnung, Mann. Tanzverbot ist so jemand, der andere kritisiert hat. Wie war seine Kritik überhaupt? Hast du dir seine Kritik gegeben, weil das ernsthafte Kritik war, die man ernst nehmen sollte, oder weil er behindert rumgeschrien hat und das lustig war? Ja, weil es einfach lustig war. Genau, also ich habe noch nie irgendwas wahrgenommen, was ich kann. Ich kann Tanzverbot auch schlecht, ich meine, er folgt uns auf Instagram, er hat in seinem Video gesagt, wir sind Ehrenmänner. Ich kann ihn auch nicht ganz durchschauen, ne? Also ja, ich kann ihn nicht einschätzen. Schau, für mich ist er irgendwo schon ein intelligenter Bursche. Also das ist ein egal, ob du einen Schulabschluss hast oder nicht, der droppt hier und da in seinen Livestreams so Sachen, für die er sich wirklich privat interessiert, so politisch, linguistisch, so diese Sachen, die man nicht als ein dummer Mensch, weißt du, sich dafür interessiert. Und da merkt man manchmal so, was er wirklich für eine Persönlichkeit ist. Und wirklich so, irgendwo spielt er natürlich einen Troll, Leute. Also, wenn ihr das bis heute nicht wusstet, dann seid ihr komplett mit eurem Leben fertig. Also, natürlich spielt er irgendwo einen Troll. Und diese Person, diese Kunstform und sich selber irgendwie so zu vermischen und zum Erfolg zu verleiten, natürlich wird sich auch diese Person irgendwann mal ändern. Ein PewDiePie zum Beispiel ist ein Mensch, den ich übelst feiere, okay? Ich schaue ihn an, seitdem er keine Ahnung, also Leute, die ihn anschauen werden, wissen, wie lang das ist, wenn ich es jetzt sage, seitdem er, wie hieß das, Amnesia gespielt hat, okay? Und da hatte er nicht mal 10.000 Abos. PewDiePie hat heute fast 60 Millionen Abos, okay? Das ist so ein YouTuber für mich, der weißt du so, wenn mir scheiße ging oder wenn ich einen schlechten Tag hatte oder so, ich habe mir die Videos angeschaltet, gelacht und das hat mir geholfen. Schreiben mir auch viele und dir auch, ne? Das ist für mich genauso ein YouTuber gewesen, PewDiePie. Mhm. Und irgendwann, okay, zum Ende des letzten Jahres und jetzt, hat er angefangen, so 10 Minuten Videos zu drehen, mehr Werbung zu machen, eigenen Merch rauszuhauen, eigene Marken, eigene PC-Stühle. Er hat angefangen, Mainstream-Kacke zu machen. Er hat aufgehört zu spielen, okay? Er war ein Gaming-YouTuber. Er hat aufgehört zu spielen. Er hat mit vielen aufgehört, was er früher nicht getan hat. Und das hat mich irgendwo auch traurig gemacht. Aber man denkt dann selber nach, Alter, aber der wird doch größer, der entwickelt sich weiter. Und wenn er immer dort... Es geht wohl nicht anders, verstehst du? YouTube ist eine Hure. Merch finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Ich habe selber YouTube ist eine Hure. Das ist einfach so. Die will, dass du arbeitest wie eine Hure, dass du Management hast wie ein scheiß TV-Sender, dass du Videos jeden Tag hochladest, die mindestens 10 Minuten lang sind. Wenn man nicht aktiv ist, wenn man inaktiv ist, dann werden die Videos nicht angezeigt. Genau, du wirst gefickt. YouTube zwingt dich selber dazu, Leute. Irgendwo. Und natürlich weiß es ein Teilzeitrektor und ein Kuchen-TV auch. Aber sonst würde ja kein gutes Video entstehen, was argumentativ knallt. Mit jeder Argumentation, was die hier gesagt haben, haben die auf einer Seite der Münze recht. Aber man kann das so oft umdrehen. Wäre das Video gegen KuchenTV, hätte er tausende Sachen, die er hier umdrehen könnte und gegen das verwenden könnte, obwohl es sein eigenes Video ist, versteht ihr? Ja. Und irgendwo, ich habe auch nicht wenige Menschen gefickt. Und wir spielen ja mit den Werkzeugen. Wir wissen, was man sagen soll, damit eine Person öffentlich schlechter dargestellt wird. Sonst klappt das Video einfach nicht. Und ganz ehrlich, diese Arbeit, die die zwei geleistet haben, kritisiere ich nicht. Ich finde, das ist eine gute Arbeit. Aber ich nenne es auch Tanzverbot nicht übel. Also ich kann es nicht. Also ich finde Tanzverbot jetzt auch nicht so, also nicht mega, mega, mega mäßig. Hätte er jetzt ein Album gemacht, dann hätte ich mir vielleicht so gedacht, okay. Ja, jetzt wird es vielleicht ein bisschen komisch, weil das ist immer noch Tanzverbot, der immer noch auf alles geschissen hat. Weißt du, wie ich meine? Ja. Schau, auch die Tatsache, dass du dein Merch wahrscheinlich mit 700.000, 800.000 Abos erst raushaust, ist eine Leistung. Egal, wie kommerziell er wird, okay?
Es gibt YouTuber, die hauen mit 2000 Abos Merch raus, versteht ihr? Also, Menschen sind immer so, die schauen nicht auf sich selber, sondern jemanden anderen, bevor sie sich anschauen. Und das ist leider, Freunde, ich verstehe nicht, was der Konflikt ist hier. Okay, Tanzverbots-Community ist dumm und hat Team zugespammt in seinen Livestream. Okay, die Community von Team hat Tanzverbot-Hurensohn genannt. Community von Tanzverbot hat Team-Hurensohn genannt. Okay, aber die sind doch beide intelligent. Also auch Team, wenn er so argumentativ widerlegtes Video machen kann, dann wird er wohl auch selber gewusst haben, ja, seine Fans sind manche halt behindert. Also, dann belassen wir es halt dabei und reden privat, verstehst du? Ich verstehe Die hätten sich so vielleicht mal austauschen können. Ich verstehe halt nicht, wieso dieses Video entsteht. Man könnte Das verstehe ich irgendwie auch nicht. Ist ein gutes Video, aber ich weiß nicht. Wieso entsteht das, verstehst du? Was ist der Grund, damit man sich ernsthaft hinsetzt, wahrscheinlich 12 Stunden lang das Video bearbeitet? Man könnte genauso, wenn du zum Beispiel so denkst, etwas Hype generieren und trotzdem ihn kritisieren und mit ihm sich unterhalten, aber auch positiv in der Gesellschaft rüberkommen, dann würde ich mich einfach mit ihm zusammenreden und würde sagen, hey, Tanzverbot, schau, die haben mich Hurensohn genannt, meine haben dich Hurensohn genannt, ich finde es lächerlich, lass uns zusammen einen Livestream machen, wir laden das dann hoch. Wir reden einfach über das. Wär das wäre krass tausendmal gewesen. Besser, das wäre krass gewesen. Es ist einfach so. Für jeden, Freunde, Zuschauer, ihr hättet keinen Hate. Ihr beide hättet keinen Hate, okay? Und ihr wärt trotzdem Männer für die Community. Und es kommt immer besser, wenn die Community... Und wenn ihr euch nicht leiden könnt, dann lasst ihr es eben. Ihr habt es dann wenigstens versucht. Genau, dann macht ihr das in den Stream, sagt, wir brauchen nicht mehr miteinander zu reden. Ich finde, du bist ein Bastard. Es ist einfach, okay, du sagst, ich bin Mainstream, okay, ich sag, du bist schwul. Das war's. Ja, dann fertig. Wie ein erwachsener Mann, ganz normal klären. Genau. Dann hättet ihr trotzdem eure Klicks, eure Aufrufe. Und es würde wahrscheinlich noch mehr turbulisieren, versteht ihr? Deshalb, so würde ich es regeln zum Beispiel. Keine Ahnung. Mhm. Tanzverbot ist auf keinen Fall schuld. Dass Tanzverbot in einer Blase lebt, erkennt man auch daran, dass er sich nach unserem kleinen Streit direkt bei der Community erkundigt, ob er sich wirklich negativ entwickelt hat. Da er als Person gehypt wird, wie vorhin gesagt, ist es normal, dass kaum ein Zuschauer mit Ja antworten wird. Das Ergebnis hätte ich dir auch schon vorher sagen können. Damit hat Tanzverbot aber für sich selber die Bestätigung, nichts falsch gemacht zu haben. Tanzverbot fehlt es einfach an Kritikfähigkeit und an Selbstkritik. Naja, psychologisch gesehen hat das hier nichts mit Kritikfähigkeit zu tun, sondern... mit dem Zweifeln an die eigene Person. Also man ist einfach nicht Tanzverbot kann auch nichts. Ja, kann auch nichts dafür, wenn die Community KuchenTV so beleidigt. Er lebt alleine und einfach die Tatsache, also ihr müsst meine Aussagen nicht ernst nehmen, aber ich habe genug Semester Psychologiestudium hinter mir. Und das sagen zu können, wenn eine Person einfach sich selber nicht sicher ist und sich nicht hinstellen kann und sagen, doch, ich habe mich nicht verändert, ich scheiße auf euch alle. Ich bin zum Beispiel so einer. Mir ist scheißegal, ob ich 10 Milliarden Dislikes hätte oder so. Ich wäre für mich im Recht, auch wenn ich Unrecht bin. Und das ist einfach der Weg meines Lebens. Aber Tanzverbot kann so nicht leben. Er braucht einfach die gewisse Zustimmung der Menschen. Und aber das zeigt ja euch auch auf einer Seite, wie er als Mensch tickt. Also der braucht einfach diese Zustimmung, dass alles okay ist, weil er einfach in dieser Hinsicht charakterschwach ist, was nicht traurig ist, aber das ist halt einfach eine Person. Ich glaube, der hatte auch nicht die beste Jugend. Ja, und das Ding ist ja auch schon, wenn du solche Beiträge von ihm liest, weißt du ja auch, dass er komplett keine Ahnung hat, was er vor 2 Jahren gesagt hat. Verstehst du? Ja. Das ist halt so, der Beitrag sagt dir allein schon alles. Ist ein schwieriges Thema, ohne Witz. Natürlich, ist ein schwieriges Thema. Natürlich, es ist so, als ob würdest du, keine Ahnung, als scheiß drauf, ich sage jetzt nichts Falsches hier. Liebe Kuchen-TV-Alter, sonst mit mir solltest du keine Videos starten. Ich mache keine Antworten-Videos in dieser Art, ich komme zu euch nach Hause. Kritik. Anstatt über mein Gesagtes nachzudenken, werde ich im Stream als 31er dargestellt, als Hurensohn betitelt und mir wird gesagt, ich soll ja seine Nummer leaken, weil ich das immer mache. Und auf Twitter ist der Frust meines Misserfolges Schuld für meine Behauptungen. Jemanden mit solchen Argumenten wie Neid oder Frust zu kommen, zeugt schon von einer sehr traurigen Selbstdarstellung. Denn anstatt mir in den Tweets vernünftig zu sagen, warum es plötzlich okay ist, zu Trashpack zu gehen, kommst du mir lieber mit solchen Kommentaren. Mit einer vernünftigen Argumentation
für deinen Sinneswandel wäre der Streit direkt beigelegt gewesen. Dann hätte ich gesagt, okay, das ist in Ordnung und dann wäre halt Schluss gewesen. Das zeigt einfach, dass du selber nichts dagegen sagen kannst, es aber auch nicht zugeben möchtest. Und selbst wenn dir das meine Gefolgschaft zeigt, siehst du es immer noch nicht ein, sondern tweetest lieber, man diskutiert mit KuchenTV und 2 Minuten später schaltet sich deine gepushte Gefolgschaft ein. Triggert, wenn jeder denselben Müll schreibt. Oder auch, geschickt versuchst du deine Minecraft-Abonnenten einzutrichtern, dass du eine eigene, gut recherchierte Meinung hast. Schwachsinn, null Substanz dein Gelaber. Was er zu Feiergoden geschrieben hat, den du entfolgt bist, weil er sich kritisch über dich geäußert hat. Wieder mal kommen keine Argumente, sondern du versuchst den Gegenüber mit Minecraft-Abonnenten fertig zu machen, obwohl das überhaupt nichts mit seiner Argumentation zu tun hat. Das Thema zu wechseln und irgendwie zu versuchen, eine Angriffsfläche zu finden, die den Gegner denunziert, zeigt in einer Diskussion oftmals, dass man weiß, dass man im Unrecht ist. Nur mal so nebenbei, Tanzi. Abgesehen von dem Entfolgen werden auf Twitter viele Leute geblockt, die einfach ganz normal kritische Kommentare posten. Mich haben schon viele Leute angeschrieben deswegen und selbst Leute wie DaVinci oder Teilzeit Rector wurden geblockt, obwohl sie nie irgendwas Beleidigendes geschrieben haben. Tanzverbot weiß wahrscheinlich selber, dass seine Entwicklung vor allem im Blick auf die alten Videos eher schlecht ist. Zugeben kann er das aber nicht, da er jetzt deutlich mehr verdient und mehr Chancen hat. Ist doch irgendwo so ein bisschen verständlich. Also werden solche Leute einfach weggeblockt. Es war auch mal jemand auf meinem Teamspeak-Server, der Tanzi kritisiert hat. Ich habe dann Tanzverbot eingeladen und seine Antwort war sowas wie auf keinen Fall. Er will sich gar nicht kritisch mit sich selber auseinandersetzen. Er lebt in einer Blase, in der Kritik keinen Platz hat. Was er macht, ist richtig. Ach ja, weil du übrigens geschrieben hast, dass Teilzeit mein Mitläufer ist. Teilzeit Rector kritisiert dich schon seit Monaten. Er war von uns der Erste mit Danny DeGreek. Ich habe da sogar noch zu dir gehalten. Nur weil er kleiner ist, ist er nicht der Mitläufer. Und nur weil du mehr gehypt wirst, sind wir nicht neidisch. Oder ist Teilzeit Rector auch neidisch auf dich? Seine Ignoranz gegenüber Kritik sorgt auch dafür, dass jegliche Hinterfragung des Bildes, was Tanzverbot von sich selbst hat, komplett ins Leere läuft. So behauptet er weiterhin alles andere als eine Kunstfigur zu sein, obwohl ich mich gut daran erinnern kann, dass er in Livestreams mehrmals sagte, dass Videos und Real Life etwas anderes, sprich nicht ein und dasselbe sind. Als ich nachfragte, was es denn damit auf sich hatte, dass er 2016 behauptete, Besucher geschlagen und verscheucht zu haben, aber 2017, als Besuche wirklich Realität wurden, fertig mit den Nerven war und nicht den großen Macke hat raushängen lassen, war ich kurze Zeit später schon geblockt. Na, habe ich etwa ein Beispiel gefunden, an dem man festmachen kann, dass du in der Vergangenheit geschauspielert hast, obwohl du das so vehement verneinst? Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur Kuchens Mitläufer, obwohl ich derjenige war, der dich vor Monaten schon kritisiert hat und Kuchen sich jetzt erst negativ zu dir äußert. Wenn ich jemand wäre, der andere nur nach ihrer Reichweite bewerte, da würde ich einfach alle Fakten ausblenden und nur auf die Abonnentenzahl der YouTuber schauen. Hat er sehr schön gesagt. Oh, Kuchen. Ja, also, das ist echt. Argumentiert nicht schlecht, ja. Ja, mehr Abos das ist echt. Ja, dann muss ich ja der Mitläufer sein. Für mich eindeutig ein Indiz dafür, dass du nur noch Zahlen und Reichweite in deinem Kopf hast. Warum solltest du dich sonst mit YouTubern gutstellen, die du vorher komplett fertig gemacht hast? Es geht hier nicht darum, dass du deine Meinung geändert hättest, sondern dass du gegen deine Prinzipien handelst, die du einst lautstark gepredigt hast. Von Booster hast du laut eigener Aussage damals eine Ablehnung bekommen. Die hätten sich über dich lustig gemacht und du wärst deshalb sehr sauer und enttäuscht gewesen. Und dann kommen sie plötzlich mit einer Partnerschaftsanfrage an, in welcher sie sogar behaupten, sie hätten dich in der Vergangenheit angeschrieben. What? Das wusste ich gar nicht, Digga. Ja, wie krass. Dieses Booster-Ding hat er irgendwo in Livestream gesagt, angeblich. Hättest. Hat er das angenommen, das die Partnerschaft? Ich habe keine Ahnung, Mann. So komplett unkritisch hin. Es ist an sich natürlich in Ordnung, dass du das... Könnt mir auf Facebook... annimmst, aber dass du nicht ein kritisches Wort darüber verlierst, nach dem, was vorgefallen war, ist einfach nur enttäuschend. Alle Vorkommnisse scheinbar zu ignorieren, nur um den Deal zu bekommen, ist nichts, was ich dir damals zugetraut hätte. Ziemlich gewagt, Kuchen Realitätsverlust vorzuwerfen, während du selber jede Kritik ignorierst, blockierst und dich nur noch mit Ja-Sagern umgibst. Vielleicht hat Kuchen ja das Gefühl, dass du dich zu sehr zum Negativen veränderst und wollte dir das mitteilen. Vielleicht fand ich schon lange vor deinem Tweet, dass du immer mehr negative Züge bekommst und wollte dich darauf aufmerksam machen. Nein, ich war natürlich nur der Bastard, der sich an anderen hochziehen wollte. Der Verräter, der nur gegen dich schießt, um sich mit anderen YouTubern gutzustellen. Du bist auf jeden Fall in der Realität angekommen. Wo ist der Tanzverbot hin, der sich lautstark gegen dreistes Clickbaiting ausgesprochen hat? Dagegen, dass YouTuber ihre Zuschauer manipulieren und sich verbiegen, nur um Werbedeals zu bekommen. Heute haben wir einen Tanzverbot, der selbst Clickbaiting betreibt, selber Zuschauer manipuliert, auch vor einigen Monaten schon. Einen Tanzverbot, der die komplette Story mit Booster scheinbar vergessen hat oder bewusst ignoriert, um den Deal zu bekommen und nun zum Das ist schon ein großer Widerspruch an sich, ne? Ja, sicher, aber das ist halt YouTube, egal wie traurig wir das betrachten, das ist ja nichts Neues, Mann. Natürlich ist niemand der größte Ehrenmann auf der Plattform, Alter. Wenn ich jetzt gehe und bei Julians Blog suche, wie oft er irgendwo kommerziell war, also wir werden nicht aufhören, verstehst du? Ja, stimmt auch wieder.
Aber das ist sehr gut argumentiert und sehr gut aufgebaut, das Video. Ja, muss man schon sagen. Das ist ein sehr starkes Video. Das ist ja ein großes Stück Arbeit, also das in 2 Tagen aufgestellt wurde. Ich meine, die Hurensohn-Analyse von Julians Blog ist bis heute nicht gekommen. Ja. Oh, Schwuchtel, Alter. Warte, wie kann man das hier weiter? Was habe ich geklickt? Okay, ich habe mich irgendwie verklickt, sorry, jetzt geht's weiter. Gedackelt kommt. Obwohl er es nicht gut heißen könne, wenn sich Leute an seiner Reichweite bereichern wollen. Das ist einfach nur traurig, besonders für mich, weil ich mal sehr viel von dir gehalten habe und vor allem einfach nur ekelhaft. Ich wünsche mir wirklich für dich, dass du deutlich an Selbstreflexion gewinnst. Willst du wirklich nur in irgendwelche Interviews, weil du deine Meinung geändert hast? Oder möchtest du das nur glauben, um dein Selbstbild nicht zu zerstören? Scheißt du in Wirklichkeit auf deine Prinzipien, um Reichweite und Kontakte aufzubauen, die dir dann zukünftig noch mehr Reichweite einbringen können? Denk mal genau darüber nach, ob du dich wirklich nicht zu jemandem entwickelst, der seine Ideale ausblendet und verrät, um sich mit großen YouTubern gut zu stellen. Lerne mit Kritik umzugehen und diese zu akzeptieren, anstatt alles zu ignorieren, wegzublocken und dich mit Ja-Sagern zu umgeben. Die Leute wollen dir nicht unbedingt was Böses, sondern dich oft auf Fehler oder Missstände hinweisen. Ich würde gerne sehen, dass du dich nicht zu einer laufenden Marke und Werbeplattform entwickelst, die sich trotz Antipathie gegenüber YouTubern mit diesen abgibt, um Reichweite und Profit zu maximieren. Und ich bin sicher, dass ich da nicht als einziger froh wäre, wenn das nicht passieren würde. In diesem Sinne, macht's besser, haut rein. Das Letzte, was... Ja, also der meint es nicht böse halt. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob das Tanzverbot sehen wird, aber wenn du das siehst, also ich denke nicht, dass er das böse meint jetzt zu dir, also Teilzeitrektor. Nee. Ich denke auch nicht, dass wirklich Kuchen-TV es böse meint. Irgendwo natürlich machen die es auch wegen Klicks und Abos. Ja, aber ich meine, so stark hat sich Tanzverbot jetzt auch nicht verändert. Ich meine, er hat immer noch die Videos in seiner Wohnung, ohne was zu schneiden oder zu cutten. Ja, also das, ich weiß nicht, ich muss ehrlich sagen. Er macht halt nicht mehr so viele Ansagen. Es gab früher Videos, die fand ich richtig cringe, okay? Ja. Die fand ich richtig cringe, aber so jetzt Einkauf von und so ein Scheiß, das ist schon lustiger als früher, finde ich. Also ja. Ich kann mir den jetzigen Content zum Beispiel besser geben als den früheren. Also das ja. Ist übelst cringe, wie er so mit, keine Ahnung, Mann, so, ich weiß nicht, Essen in Zähnen und so gesessen ist. Das war halt richtig cringe, wo er angefangen hat zu schreien oder so ein Scheiß. Aber ja. Jetzt ist er schon etwas strukturierter. Also diese etwas Kommerz geworden sein ist irgendwo, also das habe ich halt nicht wirklich mitbekommen. Ja, ihr zwei, die das Video gemacht habt, müsst euch selber fragen, wo war es wirklich eine Füllung des Contents in meiner Upload-Lücke und wo war es wirklich ein brutal persönliches Problem. Ich denke nicht, dass ihr jeden Abend so gesessen seid und geheult habt, so Cry Me a River, weil Tanzverbot sich verändert hat. So, es hat so weh getan. Also ich glaube nicht, okay, ich glaube nicht, Jungs. Es tut mir leid, bei allem Respekt. Also. Okay, letzter Part von Kuchen. Was ich noch machen kann, ist dann, im Grunde nur seine Verteidigung vorauszusehen und jetzt schon mal auszukontern. Tanzi meinte ja, dass meine Fronts aus dem Nichts gekommen sind und ja, das ist an sich richtig, aber du hast selber das hier im Dezember getweetet. Um auf den Punkt zu kommen, wenn ihr das Gefühl habt, dass ich mich zu sehr verändere, schreibt es mir bitte. Und genau das habe ich getan, aber anstatt selbstkritisch darüber nachzudenken, kommst du arrogant und abweisend und ich bin ja nur neidisch. Übrigens lustig, dass du mir sowas vorwirfst. Wie war das im Ende 2016 Video? Was hast du nochmal zu Unge gesagt? Hast, sondern dir seine eigene Meinung gebildet hast, mich auch gepusht hast in Videos, du hast mich nie beleidigt oder sonst was, immer nur deine ehrliche Meinung gesagt. Und das finde ich gut. Das finde ich gut. Dass wenn Unge dich kritisiert und seine Meinung sagt, dann ist alles in Ordnung. Ey, der sagt ja nur seine Meinung. Aber wenn ich das gleiche tue, dann ist es verwerflich und ich bin neidisch oder was. Man merkt einfach bei jedem Tweet, wie dich das Ganze trifft. Wahrscheinlich, weil du selber merkst, dass du dich veränderst, es aber nicht an die große Glocke soll oder irgendwie sowas. Während du dich früher über Clickbait aufgeregt hast, nimmst du heute selber Titel wie Jetzt ist alles vorbei. Ah nee, warte. Es ist ja gar kein Clickbait, weil deine Zuschauer wussten ja, was abgeht. Ah, ja, es ist natürlich nur Clickbait, wenn die Zuschauer nicht wissen, was abgeht, weil die ganze Welt ist dein Zuschauer. Andere Leute kannst du damit gar nicht rein. Einlegen. Substanzlos, hm? Du kannst auf Kritik nicht eingehen und blockst einfach alles ab, egal was gesagt wird. Es kommt von Kuchen-TV-Anhängern. Ist es nicht egal, wer irgendetwas sagt? Wenn du einfach mal vernünftig mit uns reden würdest und uns zeigen würdest, warum wir falsch liegen, wäre es nie so weit gekommen. Anstatt mir in deinem Antwortvideo jetzt wieder Neid, Frust oder 31er-Mus vorwirfst, geh bitte einfach mal ganz normal auf meine Argumente und Vorwürfe ein. Wenn du alles entkräften kannst, dann lösche ich das Video und mache auch gerne ein Entschuldigungsvideo. Aber das kannst du nicht, weil ich dir im Grunde nur deine eigenen
Worte aufzeige, die du vor einigen Monaten noch ins Internet gestellt hast. Die Entwicklung von Tanzverbot macht mich einfach wirklich traurig. Es ist schade, dass so ein toller YouTuber sich irgendwann selber Richtung Mainstream bewegt und quasi alles macht, jetzt was kommt er vorher kritisiert hat. Wir sehen uns im nächsten Video, meine Freunde. Okay, thanks, bye. Jo Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, das raushaut, Dicker. Ja. Alles auf einmal einfach. Haut der Double Time raus, ich will es sehen. Ja. Scheiß drauf, gönnen wir in Werbung, Mann. Wir setzen ein Zeichen, Alter. Werbung für dich, KuchenTV. Zu Teilzeit-Rektor findet ihr in der Videobeschreibung. Falls ihr auf solche Klamotten steht, bei NDDL, bekommt ihr mit dem Code KuchenTV 10% Rabatt. Link ist in der Beschreibung. Ich habe jetzt Merch. Wenn ihr ein T-Shirt bestellt, dann bekommt ihr ein anderes gratis dazu. Schnell zuschlagen. Wenn ihr mal wieder neue Spiele sucht, bei NDDL bekommt ihr der 3% Rabatt über meinen Link ebenfalls in der Beschreibung. Auf Unterstützung von Amazon habe ich euch heute Tempo! Also das wollte ich mir immer kaufen. Der Taschentücher verlinkt. Es ist zum Heulen, Leute. Checkt meine anderen Kanäle und die Social-Media-Seiten ab. Wir sehen uns auf Alter, er hat was vergessen, Mann. Was denn? Den Postfach. Den Postfach. Wenn wir dir was schicken wollen, Alter, so gratis irgendwas, so Fanpaket. Wo ist Fanpaket, Alter? Ja, was sagen wir jetzt dazu, Digga? Man kann irgendwie nichts dazu sagen, ne? Ich habe nichts dazu sagen. Es war ein gutes Video, für mich einfach aus dem Nichts entstanden. Also ich bin nicht böse oder wütend auf Tanzverbot, dass ich mich jetzt da hinsetze und keine Ahnung so. Also ich werde ihn ja weiterhin anschauen. Meine Meinung über ihn hat sich auch nicht verändert. Also das, was da gesagt wurde, war mir sowieso bewusst. Und ich dachte mir, das macht nichts, geh halt die Richtung. Weil irgendwo habe ich ihn halt auch etwas Erfolg gegönnt. Weil ich fand's lustig. Er übertreibt ja auch noch nicht. Ja. Also schau ganz ehrlich, für mich ist es besser, wenn eine Bibi unten ist und ein Tanzverbot oben, verstehst du? Ja. Das ist für mich, da hast du schon recht. Und weißt du, keine Ahnung, KuchenTV will ich ihn jetzt auch nicht ficken. Ich habe auch nichts wirklich Negatives gegen ihn gesagt. Du auch nicht. Das war ein gutes Video. Muss man einfach zugeben. Wir haben es ja neutral gesehen, beobachtet, angeschaut. Rektor-Sparts waren auch sehr gut, also kann man auch nichts dagegen sagen. Aber irgendwie, natürlich, wenn eine geile Waffe rausgebracht wird, so richtig geilen Kaliber hat, so mit goldenen Patronen und so, und jemand abschießt, so denkst du, wieso hast du denn abgeschossen jetzt, Bruder? war heute mehr eine Reaktion als im Podcast, aber war geil. War geil auf jeden Fall. Es war sehr lang und wir meinen, ich sag's einfach nicht, scheiße. Ihr wisst alle, wie lang das war. Schreibt uns mal eure Meinungen in die Kommentare. Das wollte ich gerade sagen. Das würde mich auch mal interessieren, wie ihr das Ganze findet. Ja, das wäre auf jeden Fall interessant. Und auch andere YouTuber müssen natürlich keine Allergie haben. So. Wenn diese Kanäle jetzt zu wenig Fame für euch haben, dann könnt ihr auch auf die Hauptkanäle schreiben. Ist kein Problem, okay? macht es wie Elek. Der hat das so getan. Der hat gesagt so, Mois, Alim, Freund von Kollege. Also da hat er alles reingeschrieben. Okay. Ihr könnt dann, und dein Name in Schnee geschrieben. Ja. Und ihr könnt das so machen. Ihr könnt schreiben so, Mois, Alim, Reportagen, Mr. Podcast, der Freund von Kollege und Ex-ITV-Kanal. So, ihr könnt alles reinschreiben. Okay. So, und dann reacten. Also wir warten auf euch. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich lasse den letzten Wort meinem Bratan Billy und verabschiede mich. Digga, Mann, ich küsse auch einen Keller. Bye, bye. Passt auf euch auf und Fliesmann, küsst euren Penis. Tschüss.